Diese Folien hier hatte ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Damit kann man magnetische Felder sichtbar machen. Und damit wollen wir uns jetzt eine Uhr bauen. Das Video wird übrigens unterstützt von supermagnete.de. Die verwendeten Magnete und auch die Folie werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Für die magnetische Uhr liegt alles, was wir benötigen, auf dem Tisch. Einerseits die Magnete, also nicht die Kugelmagnete, die waren nur zur Demonstration. Diese kleinen Zylindermagnete werde ich verwenden, denn die sind besonders leicht, haben aber trotzdem eine ausreichende Stärke, um auch auf der Folie eine Spur sichtbar zu hinterlassen. Eine relativ simple Uhr. Ganz wichtig ist, dass die Zeiger nicht magnetisch sind, denn die Magnete werde ich ja an den Zeigern befestigen. Der Minutenzeiger könnte sich auch dann problemlos bewegen. Aber wenn an dem Stundenzeiger ein Magnet befestigt wäre und sich dieser ja hinter dem Minutenzeiger entlang bewegt, würde er den Minutenzeiger einfach anziehen und nichts würde sich mehr bewegen. Und deswegen ist es wichtig, dass die nicht magnetisch sind. Als nächstes brauchen wir noch natürlich die Folie. Dann verwende ich hier noch eine Plexiglasplatte. Die ist noch foliert, deswegen ist die hier nicht transparent, sondern blau schimmernd, und eine exakt genauso große Holzplatte als Untergrund. Und dann kann's losgehen. Als erstes ziehen wir mal die Folie von dem Plexiglas ab. Das Holzbrett und die Platte haben übrigens beide DIN A3 Größe, deswegen passen beide ohne Zuschnitt direkt aufeinander. Die Folie zum Darstellen der Magnetfeldlinien wird dann zwischen beide Platten gelegt. Die Plexiglasplatte dient dann einfach als Schutz. Auf das Holzbrett klebe ich zwei Holzbalken. Einerseits dienen die zur Stabilität und andererseits als Abstandshalter für das Uhrwerk. Dazu klebe ich dann noch einen dünnen Steg über den Holzbalken, auf dessen Mitte dann das Uhrwerk befestigt wird. Aber vorher kommen die Magnete ins Spiel. Die Magnete klebe ich erstmal so auf die Zeiger, dass sie senkrecht zur Platte stehen werden. Dadurch zeigt jeweils ein Pol der Magnete Richtung Folie. Aber dazu später mehr. Jetzt müssen wir noch den Minutenzeiger etwas verbiegen, denn der Stundenzeiger samt Magnet müsste noch drunter durchpassen. Und dazu kommt noch, je dichter sich alles an der Folie entlang bewegt, desto deutlicher wird dann später das Muster. Sind die Magnete befestigt, kann das Uhrwerk aufgeklebt werden und eine Batterie wird zum Starten eingelegt. Das Uhrwerk konnte ich nicht exakt mittig auf den Steg kleben und dadurch auch den Steg nicht exakt mittig auf die Holzbalken, denn man muss ja noch die Batterie entfernen können oder austauschen können, und deswegen habe ich alles leicht versetzt geklebt. Auf der Vorderseite ist jetzt schon was zu erkennen. Zwei Punkte, einer vom Minutenzeiger und einer vom Stundenzeiger. Nach etwa 40 Minuten sieht dann alles so aus. Es hat sich also tatsächlich etwas bewegt, erkennbar bewegt. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Zeitraffer an. Und das alles nur dank dieser kleinen Neodym-Magnete. Genauere Informationen zu der Haftkraft der kleinen Magnete findet ihr übrigens unter dem Link in der Videobeschreibung. Aber es geht noch besser. Ich ändere jetzt mal die Kleberichtung von senkrecht zur Platte zu waagerecht zur Platte. Das heißt, durch den Wechsel der Pole der Magnete in Bewegungsrichtung entsteht zusätzlich ein weißer Strich zwischen den zwei Polen. Denn hier wechselt ja das Magnetfeld von Nord zu Süd und dadurch auch die Partikel in der Folie. Jetzt kann man die Punkte noch besser erkennen. Und wenn ihr die Uhr zurücksetzen möchtet, müsst ihr einfach nur mit einem starken Magneten über die Oberfläche fahren und alle Partikel werden sich wieder neutral ausrichten. Kennt ihr schon das Video, bei dem ich ein Auto mit Magneten gezogen habe? Das könnt ihr hier links anschauen. Und rechts könnt ihr noch sehen, wie ich auf Magneten geschwebt bin.